Herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. Wir haben uns noch etwas wenig mit dem Thema Motorrad in The Crew beschäftigt, deswegen müssen wir da mal einiges nachholen. Und zwar haben wir jetzt vor uns alle Motorräder, die im Street Race Jargon so rumfahren, und werden uns das schnellste, oder das ist mein Ziel, das schnellste oder sportlichste Motorrad zulegen, das es so gibt. Klar werden es nicht die schicken Enduros sein, wahrscheinlich auch nicht so eine Harley-Davidson Iron, aber wir wollen uns alle mal ein bisschen anschauen, um zu gucken, was gibt's jetzt alles so in der Crew 2 für Motorräder im Vergleich zu beispielsweise der Crew 1. Und ich muss sagen, da hat sich deutlich was getan in der Auswahl. Es gibt jetzt zum Beispiel die GS, es gibt einige Chopper, also da haben sie deutlich nachgeholt mit zum Beispiel Harley, auch hier zum Beispiel sowas wie eine Supermoto, eine Ducati Hypermotard. Dann haben wir auch ein bisschen Oldschool-Motorräder am Start, aber das sind ja alles nicht die, die wir brauchen. Wir brauchen was mit viel Leistung, die Z1000, schön und gut, 143 PS, naja, geht so schnell. Die Leistungsstufen zeigen auch so ein bisschen, wie die Motorräder eingestuft sind, weil die natürlich je nachdem, wie schnell die um die Kurve gehen, wie gut die sind, auch natürlich anders eingestuft werden. Und die Super Duke, ja, das ist schon nah dran an dem, was wir brauchen. Die H2, ja, 210 PS, 299 km/h, aber leider unter der Leistungsstufe von der KTM 1190 RC8R, einer MV Agusta, der BMW S1000 Doppel-R, das ist wahrscheinlich so einer der Favorite-Kandidaten, und der Ducati Panigale R. Also eigentlich, wenn es rein nach Leistungsstufe geht, müssten wir die Ducati nehmen, wenn es aber rein nach Leistung, also PS geht, müssten wir die H2 nehmen. Ich finde, die H2 sieht einfach am spacigsten von allen aus und halt hat wahrscheinlich das meiste Leistungspotenzial. Aber bei der Ducati wird halt auch nicht mehr so viel Tunen möglich sein. Wobei sie angeblich ja schneller ist als die H2. Also ich bin der Meinung, wir nehmen die H2, weil sie einfach mehr PS hat. Und natürlich hammermäßig ausschaut, darf man nicht vergessen. 50.000 kostet das Ganze in den The Crew Credits quasi. Ja, und da können wir direkt die erste kleine Probefahrt machen, bevor wir uns anschauen, was wir alles tunen können. Also bei Armaturen und das Ganze, finde ich, haben sie bei Motorrädern irgendwie sich nicht so viel Mühe gegeben. Sieht irgendwie nicht so schön aus. Ich meine, von außen sieht es ja ganz schick aus, aber bei den Armaturen, da sieht es in den Autos deutlich besser aus, wie ich finde, ne? So, wir müssen jetzt erstmal gucken, ich muss wieder zurechtkommen mit der Steuerung für Motorräder. Und man schaut irgendwie weit nach unten, ne? Finde ich. Gut, wir schauen jetzt mal, was tunbar ist. Das ist mir eigentlich wichtig. Deswegen, wir gehen jetzt mal in unser HQ und schauen, was wir da alles verändern können. Und ob es überhaupt Veränderungsmöglichkeiten gibt bei den Motorrädern. Da steht noch mein schicker Königseck. Oh, Wahnsinn. Gut, wir brauchen ein anderes Fahrzeug da. Nämlich die schicke H2, wenn es geht. Ah, falsche Richtung. So, da. Gut, dann passen wir die mal an. Farbe. Gut, Farben. Gibt es nur eine offizielle, aber man kann sie in anderen Farben auch konfigurieren, wenn wir hier entsprechend die richtigen Tabs wählen. Ich fände ja Chrom bei der, puh, heftig. Besonders die Verkleidungsteile. Hammermäßig. Eloxiert wäre auch mega. Irgendwas, was so ein bisschen spiegelt, was zu dem passt. Zu dem fancy Aussehen von der H2. Weil, ich meine, so Standard ist ja langweilig. Das sieht schon heftig aus, finde ich. Einfach nur das Reflektierende. Es schaut aus wie Silber dann. Ja, mal schauen. Irgendwas Helles. Ich glaube hier sowas. Sowas Blaues. Wobei eigentlich Ducati, ne? Kawasaki meine ich. Müsste eigentlich Richtung Grün gehen, aber Grün passt nicht so ganz, oder? Kawasaki meine ich und Grün. Machen wir mal Kawasaki Grün hier so ein bisschen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind.
Und was gibt's noch? Wir haben noch Verzierungen. Da gibt's auch welche. Boah. Was haben die gemacht teilweise? Wenn ich das einfach nur hier sehe schon. Ach so, hier die Rahmen. Und Kawasaki grün mit so grünen Rahmen, komplett grün. Ah, und sogar mit richtigen Aufmalungen. Ja, wir lassen es jetzt erstmal so und schauen mal, was wir sonst noch machen können. Scheinwerfer. Können wir da viel ändern? Oh, Windschild ändert sich dadurch stark. Ja, ich würde sagen, Windschild und das wird Carbon hier. Dann nehmen wir das. Ja. Kotflügel vorne. Oh, können wir Carbon machen? Aber ich finde, es sieht halt cooler in Eloxid oder so Chrom aus. Das können wir auch alles Carbon machen. Naja. Die Schwinge, oh ja, das machen wir. Das sieht geil aus. In Carbon und dunkelgrün. Gabel. In Carbon. Das würde auch hier oben die Lenkerenden grün machen. Ja, ich weiß nicht. Ja, machen wir. Außenspiegel. Kleinere, oder wie? Jetzt haben die Blinker drin und sind halt ziemlich groß. Dann machen wir die kleinen. Dann haben wir keine Blinker mehr wahrscheinlich. Aber wen juckt's? Machen wir das Ganze zu einer H2R schon fast, ne? Boah, und die Aus... Oh, ja. Der Standardauspuff ist so ein fetter Kloß. Und den kann man nach links verlegen, nach rechts und dann lang machen. Boah. Nehmen wir... Ich würde ja zwei nehmen, wenn es geht, links und rechts. Boah. Also das sieht ja heftig aus hier gerade. So, und das Rücklicht können wir noch einstellen. Ah, da können wir einfach nur die Blinker wegnehmen. Wobei ich finde, das sieht nicht so geil aus. Aber dann ist der Auspuff, der direkt auf den Blinker schießt. Ja gut, machen wir. Machen wir. So, perfekt. Bei Performance, glaube ich, können wir noch nicht viel machen. Nee, da können wir es nur großteils verschlechtern, glaube ich. Ja, 192, 149. Da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr mit erfahren. Boah, aber der Auspuff, wie der ausschaut. Leute, wir müssen fahren. Wir müssen jetzt fahren. Wir brauchen ein Rennen mit der Maschine. Boah, Coral Gables. Bin noch nicht gefahren. Machen wir. Alter, viele Bille. Leute finden über japanische Heftig. Wagen ihren Weg zum Street Racing. Das ist ein Grund, weshalb so, ich sie so mag. Außerdem lassen sie sich unbegrenzt umbauen. Du nimmst ein Grundmodell und machst ein Monster daraus. Aber das wirst du Glückspilz noch selber herausfinden. Ich bin ja mal gespannt, wie ich mich schlag. Aber man schaut eben sehr weit runter, ne? Also man ist halt mit dem Kopf sehr auf den Lenker gerichtet, anstatt geradeaus. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil man halt viel vom Tacho sieht, aber ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Boah, der Auspuff sieht so bestialisch aus, ne? Oh, ja, Gang einlegen wäre nicht schlecht, ne? Uhu. Es wird Zeit für dich, die Straße zu beherrschen. So. Ja, wird es. Da können wir jetzt mal probieren, in Ego zu fahren. Bin ich ehrlich gesagt so selten. Beim Auto auch, weil man eben kaum was sieht, aber... Boah. Beim Motorrad gehört es schon ein bisschen dazu und das sieht halt hammermäßig aus, ne? Alter. Ups. Macht nichts, ne? Wenn man ein paar Laternchen mitnehmen. So, rechts rum. Zack. Und links rum. Oh, warte. Wo lang geht's hier? Abkürzung. Easy. Nehmen wir mit. Aufgepasst, Penner. Wir sind ganz vorne. Genau. Das sag ich auch immer. Boah, ist das heftig. Bei der Geschwindigkeit mit Motorrad und halt so nah am Boden, ne? Da kommt das Ganze natürlich auch viel schneller vor als im Auto. Boah. Gerade so gekriegt. Und links rum. Aber mit dem Lenkrad könnte ich das nicht, ne? Ich finde, zu dem Motorradfahren hier gehört auch einfach dann die Tastatur. Oder Gamepad, aber... Gut. Ich spiele lieber dann mit Tastatur jetzt. Weil ich es gewohnt bin. So. Wir können das Ganze uns ja mal aus der Außenperspektive anschauen. Aber ich finde, da hat man schon fast in der Ego-Perspektive mehr... Keine Ahnung. Ja, mehr Kontrolle. Weil man dann auch weiter sieht irgendwie. Jetzt ist man schon sehr weit hinter der Person. Wir gehen wieder in Ego. Und ist halt geil, weil die Kawasaki so riesig, so einen riesigen Vorbau hat mit der Gabel.
Aber es macht mir richtig Laune. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Laune macht. Mit den anderen Motorrädern, mit so Cross, hat es nicht so viel Spaß gemacht. Wie mit der jetzt hier auf der Straße. Uah, Entschuldigung. Vorsichtig. Wir machen hier nur Chaos. Und ich glaube, wenn man die richtig hochzüchtet, dann ist es definitiv das schnellste, also was Topspeed betrifft, das schnellste Motorrad. Weil die Ducati fährt zwar laut Angabe 1 km/h schneller, aber hat eben einige Leistungsstufen schon mehr. Was bedeutet, sie wird wahrscheinlich nicht mehr so viel km/h oder auch Geschwindigkeit und Tuning-Möglichkeiten haben, wie jetzt hier zum Beispiel die Ninja. Cover die gute. So, zweite Runde. Sieht schon episch aus, wenn man hier auf die Sonne zufährt. Boah. Aber knapp. So. Jetzt gleich kommt wieder die Abkürzung, ne? Hier. Ich glaube, wir haben die anderen schon fast überrundet. Wenn es so weitergeht. Boah. Boah. Wow. Vorsichtig. Wow. Da muss man aufpassen. Aber mir kommt so vor, als wären wir deutlich schneller als zum Beispiel hier mit dem AMG, ne? Wir haben ja einen AMG GTR. Ich glaube, mit über 190 oder 200 Sachen wäre ich um die Kurve dann nicht gefahren mit dem AMG. Das ist halt irgendwie mit dem Motorrad hier immer besser. So. Wieso laufen hier überhaupt noch Fußgänger rum, wenn die Straßen für uns eigentlich gesperrt sein sollten? Uah. So, rechts abbiegen. Und links. Und wieder rechts. Also wenn man schwindelfrei ist, ist das definitiv ganz lustig. Ah, so. Und wir haben halt definitiv, meiner Meinung nach, das schönste Motorrad jetzt hier gewählt. So, hier kommen wieder die Sprünge. Vorsicht. Da am besten das Motorrad ein bisschen gerade halten. Sonst kommt man ungewiss auf. So, wir sind fast am Ziel. Und im Ziel. Sehr schön. Im ersten Gang schafft das Ding 135 bei unserer jetzigen Tuningstufe. Und das ist ja ungetunt quasi. Oh, wir haben ja fast Pol 3 erreicht. Nicht mehr viel. So, und wir haben direkt neue Tuningteile erhalten. Perfekt. Und jetzt schauen wir uns die nochmal von außen an. Boah, die sieht schon hammermäßig aus, finde ich, ne? Hammermäßig und Kult 3 perfekt. Boah. Heftig. Besonders der Auspuff, der macht's einfach. Warte mal, irgendwie müsste das doch gehen, dass wir auch Wheelies machen können. War das Steuerung? Ah, ne, Moment. Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die Tuning-Teile einbauen, hätte ich gesagt. Ne? So, da sind wir in der Garage und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was wir alles bei Performance schon ändern können. Ich glaube halt nicht sehr viel. Ja, wir haben auf jeden Fall einmal das Getriebe. Das verbessert das Ganze hier um... Oh, das vermindert die Leistung. Aber der Bremsweg ist auf jeden Fall besser. Also wir merken schon, mit dem Verbessern nehmen wir ein bisschen Leistung weg. Das wird wahrscheinlich bei allen Motorrädern so sein. Aber dann später wird auf jeden Fall wieder ein Leistungszuwachs sein. Hier der Luftfilter zum Beispiel gibt wieder Leistung, nimmt aber wieder Bremsweg. Also es ergänzt sich alles ein bisschen. Hier wird 0 auf 100 Zeit ein bisschen schlechter. Der Bremsweg wird verbessert und bei den Reifen geht der Bremsweg auch nochmal ein Stück runter. Ja, auf jeden Fall ist ein bisschen was dabei. Ich würde sagen, wir schauen uns im nächsten Video an,
wie es weitergeht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr jetzt die neue Kawasaki so findet, die ich mir dazugelegt habe. Und welchen Motor ihr so habt in der Crew 2. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.